kennt ja jeder noch, zumindest in meinem Alter alle, glaube ich, als ich klein war, also klein, 8 vielleicht bis 14, gab es überall in diesen ganzen Drogerien diese kleinen Kugeln, die waren ungefähr so groß und haben so geschimmert, ein bisschen wie Shampoo. Das hieß, glaube ich, auch Badekugeln. Und das hat mich immer fasziniert, weil es einfach so schön ist und das Taschengeld hat eigentlich trotzdem nie gereicht. Und für mich hat das auch immer irgendwie Sommer verbunden, weil die sind auch meistens in den schönsten Farben im Sommer aufgetaucht. Und das ist mir wieder in den Kopf gekommen, weil ich gerade auch ein bisschen auf Perle stehe. Und ich finde, dass diese bunten Perlen, dieses Gefühl von dieser Zeit damals und dieser Unbeschwertheit, wo man die ersten Male wieder ins Freibad gegangen ist und diese ganzen Farben da waren. Und das war einfach eine schöne, befreite Zeit. Dann habe ich diese kleinen Stoffschwämmchen, kann man nicht sagen. Das ist aus kleiner Kordel gemachte Knötchen dazu gesetzt. Weil irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Schwämmchen. Und das macht auch die Kugeln, die Badekugeln, noch kugeliger und noch glänzender, weil das so einen Kontrast hat durch diese Struktur und durch diese schöne, glatte Perlenoberfläche. Man kann dran spielen und das ist schön weich und ist unbeschwerlich, leicht und froh. Da gab es hitzefrei und da war man im Schwimmbad. Und das Gefühl, das finde ich, hat diese Kollektion jetzt auch nochmal.